Nein, er hat eigentlich schon recht. Wir sind liegen hier ungeschützt. Er hat nur seine drei Mann. Ardo ist verletzt und auf der anderen Seite bei dem Fluss hoch oder runter. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie der Fluss fließt. Liegen ein Haufen blutrünstige Piraten vor Anker. Was kann ich für euch tun? Im Augenblick nichts. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Eigentlich. Jetzt können wir mal kurz hier am Fluss entlang gehen. Hier sind nämlich ein Haufen Einbeeren. Ja, die Einbeeren, die sammle ich schon ein, wenn ich sie finde. Das ist nämlich. Pflanzenkunde höher. Ganz dringend die Pflanzenkunde mal höher. Stellen wir sie aufs Maximum. Meine Heilkunde kann auch etwas höher. So, das kann alles etwas höher. Ich glaube nämlich, hier werden wir keinen Trainer für mich selber finden. Was? Dann kann ich mal meine Sachen etwas steigern. Habe ich dran gedacht, meine Armbrust, ja, die ist auf Maximum. Und meine Zauber. Die sind auch so weit auf Maximum. Okay. Jetzt müsste das mit den Pflanzen aber besser gehen. Jawohl. Vor allem Einbeeren und Wirselkräuter, dass ich später, wenn ich Alchemie gelernt habe, Heiltränke machen kann. Das ist nämlich auf die Weise etwas billiger, als sie sich zu kaufen. Vor allem hier gibt es so viel Wirselkräuter und Einbeeren. Das ist sehr schön. Und ja, Entschuldigung, wenn das jetzt gerade ein bisschen nicht so aufregend ist, mir beim Kräutersammeln zuzusehen. Aber es geht zum Glück relativ schnell. Ja, hier ist eh schon Schicht im Schacht. Also müssen wir wohl da oben weiter. In Richtung Elfenbaum dann. Also Würstelkräuter scheint es hier zur Genüge zu geben. Gulmon sollten wir auch einsammeln. Obwohl, Feiris hat klarem Purum, deswegen bräuchten wir eigentlich gar keine Heilkunde Wunden. Und kein Gulmon-Tee, aber ein guter Gulmon-Tee schadet, kann nie schaden. Also für die kalten Tage. Gut, dann geht's hier lang zu den Elfen. Ich bin mal gespannt, wie es bei denen aussieht. Gulmon, Bleichmond, Zunderschwamm, noch mehr Bleichmond. Ein Wildschwein. Also hier drüben dürften wir, glaube ich, nicht so viel Sumpfranzen begegnen. Die waren ja mehr, dieser verfluchte Baum war ja auf der anderen Seite eigentlich. Ah, sehr schön, Gulmond. Wirselkräuter und vor allem, oh, Juruga-Wurzel. Die sind, wenn ich sie in Erinnerung habe, noch sogar gut was wert. Genau, Juruga-Wurzel. Vielleicht haben die sogar die Elfen hoffentlich eine Alchemistin. Dann könnte ich das dann schon mal da lernen. Genug Geld habe ich ja mittlerweile, weil gerade das ist ziemlich teuer eigentlich. Okay, lassen wir das restliche Wirselkraut mal hier. Obwohl, lassen wir es nicht stehen. Na gut, jetzt lassen wir das aber mit den Würselkräutern. Doch das Wildschwein da, das will ich nicht unbedingt im Rücken haben. Deswegen sollten wir uns darum kümmern. Hallo, alle angreifen. Ei. Ihr könnt ruhig ordentlich draufhauen. Hoho.
Ja, so ist gut. Ich sollte mich gleich mal selber heilen. Ja? Und Fyris kann sich um das Wildschwein kümmern. Wird gemacht. Wildschweinsfell und Zähne. Selber heilen, so. Jetzt müsste das aber klappen. Manchmal ist es blöd, wenn die Parade hängt. So. Und weiter geht's. Ich hoffe mal, dass ich bei den Elfen vielleicht auch einen Händler finde, der mir Armbrustbolzen verkauft. Ich will nämlich nicht die ganze Zeit jetzt hier mit dem Faustkampf drauf losgehen. Na, machen wir mal kurz. Quicksave ist auch immer gut. Einen zu haben. Würselkräuter müsste ich mittlerweile schon genug haben. Und auch alle anderen möglichen Sachen. Adeln an Quado, Gänsefeder an Feieres. Golmont hier auch an Feieres, so. Das dürfte noch ein gutes Stück bis zum Elfenbaum sein eigentlich. Wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die uns im Weg stehen. Wir sollten auf jeden Fall alles an Gegnern mitnehmen, was wir finden. Weil Erfahrung können wir immer gebrauchen. Ja. Eine kann ich mit dem Fulminictus wegbraten. Angriff! Die kriegt einen heftigen Schlag. Trollköten sind eigentlich nicht so stark, dass ich jetzt mir große Sorgen machen muss. Aber sie geben wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Na? Bei Angriff Spaß! Okay, aber sie haben es trotzdem geschafft, mich benommen zu machen. Und auch, sie haben die ganze Gruppe benommen gemacht. Jetzt haben sie mich wieder benommen gemacht. Oh, Vorgrim ist dabei drauf zu gehen, das ist auch nicht so gut. Balsam Salabund. So, das waren die Trollkröten. Ich glaube, der große Waldschröter dürfte etwas schwieriger werden. So, lecker Froschschenkel einsammeln, die ich bestimmt nicht essen werde. Mal weiter gucken. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt nicht direkt zum großen Baum. Ich erkunde jetzt erst einmal die Gegend, weil wie gesagt, ab hier ist eigentlich blind, seitdem ich hier dem Elfengebiet angekommen bin. Oder sogar eigentlich, seitdem ich die Zollfeste verlassen habe. Deswegen will ich mich erstmal ein bisschen in Ruhe umschauen und gucken, was es hier so noch gibt. Weil auf diese eine verhexte Sumpfranzenpflanze sind wir auch nur zufällig gestoßen eigentlich. Hätte ich jetzt nicht alles erkundet, hätten sie wahrscheinlich nicht gefunden. Oh, Dachse. Dachse und Eibären. Dachs, der mich angreift. Toter Dachs. Ja? Okay, diese Dachse hier sind leider nicht so freundlich wie die, wie der von Laurelin. Gut. Aber trotzdem, hier gibt es auch jede Menge Eisbären. Also sollten wir die schon einsammeln. Na?
Angriff! So, den Dachs noch umkloppen. Der ist ja schon fast tot. So. Ei? Eola. Also nicht, dass ich jetzt denke, dass ich hier einfach wahllos irgendwelche wilden Tiere töten gehe. Das tue ich nicht. Ich erkunde eigentlich nur die Gegend und verteidige mich, wenn es nötig ist, und sammle Einbeeren. Und die Yoga-Wurzeln. Und finde hohle Baumstümpfe. Die gab es im ersten Teil, glaube ich, sogar noch gar nicht. Da musste man sich das Holz anders beschaffen. Beziehungsweise es kaufen, glaube ich sogar. Hier ist ein eitriger Krötenschemel, der gar nicht eingezeichnet ist. Was? Ich sollte mal bei Fyris das, Fyris, glaube ich mal, das Wildnisleben etwas erhöhen. Das bringt ja, ja genau, das zeigt mir an, wo Tiere und Pflanzen sind. Ist deswegen gar nicht mal so schlecht, wenn sie es höher hat. So. Da sind nur noch Concinis und ein bisschen Würselkraut. Gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir aber direkt zum Elfenbaum. Und von da aus können wir da das umliegende Gebiet erkunden. Ach ja, hier ist ja noch der große Waldschröt. Aber dort ist es. Sieh nur, wie ihre Häuser aus dem Baum geformt sind. Ist es nicht wunderschön? Ah ja, das muss der Elfenbaum sein und Fyris schwärmt doch gleich davon. Und hier läuft sogar eine Elfe rum zwischen den Schrötern und Hirschkäfern. Aber davon scheinen sogar einige friedlich zu sein. Die hier jedoch nicht. Was? War ihr? Und ich glaube, Schröter sollte man auch nicht unterschätzen. Ja. Schröter sollte man gar nicht unterschätzen. Obwohl ich ziemlich viel Schaden bei denen mache. Aber ich glaube, die haben schon einen ziemlich dicken Panzer. Weiche! Deswegen sollte man mit Bedacht rangehen an die. Beziehungsweise gucken, dass man starke Fähigkeiten gegen sie einsetzt. Aber sicher. So. Dann gucken wir mal, was wir von denen kriegen. Kieferzangen. Oh ja, was Wertvolles also. Dahin. Gut. Jetzt gehen wir einmal um den Baum herum. Weil das hier scheint der Baum zu sein. Und da ist. Ah ja, da ist der Eingang sogar auch schon. Gucken wir, was wir Yoga-Wurzeln finden. Hier sind noch ein paar Yoga-Wurzeln verteilt. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenigstens sind hier einige Tiere friedlich, auch wenn da wieder ein paar Riesenhirschkäfer sind und doch ein großer Schröter, die uns gefährlich werden könnten. Sollten wir trotzdem mal. Stinkmarder? Okay, das hier klingt.